Polizeiarbeit auf der Maria-Hilfer-Straße. Hier sind nicht verdeckte Ermittler unterwegs, sondern Beamte der Bereitschaftseinheit, die sich bei ihrem Einsatz von Fotografen begleiten lassen. Die Kontrollen der 2G-Nachweise sollen schließlich möglichst breitenwirksam sein und engmaschig, wie es in der Polizeisprache heißt. Engmaschig bedeutet, dass einerseits im Streifendienst kontrolliert wird. Das Motto lautet hier: Jede Amtshandlung, jeder Bürgerkontakt, wenn möglich, eine Covid-Kontrolle, je nachdem, ob es geht oder nicht. Und zweitens spezielle Streifen in ganz Wien, die extra dafür abgestellt sind, dass sie nur diesen Lockdown und die Kontrolle dieses Lockdowns hier überwachen. Window-Shopping war gestern, heute heißt es Wache stehen vor den Geschäften. Wer Indoor geshoppt hat, muss sich Outdoor ausweisen. Guten Tag, Dame. Einen kurzen 2G-Nachweis braucht man bitte von Ihnen. Das Verständnis für die Kontrollen ist hier auf der Maria-Hilfer-Straße unerwartet groß. Die kontrollierten Einkäufer sind allsamt ohnehin geimpft. Wenn die Vorschriften so sind und die Anordnung, dann gehört es kontrolliert, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich hätte mich ehrlich gesagt geärgert, wenn es nicht kontrolliert worden wäre. Ich finde es sehr angenehm, da fühle ich mich sicherer. Die Kontrolle an sich macht mir nichts aus, aber das, was die Regierung verzapft, das macht mir sehr viel aus. Und auch wenn gerade kein Lockdown-Sünder gefunden wurde, die Polizei kontrolliert auch in den nächsten Tagen weiter. Wenn jemand dabei betreten wird, dass er tatsächlich gegen diesen Lockdown verstößt, weil er eben nicht geimpft oder nicht genesen ist, dann muss eine Anzeige gelegt werden oder je nach Fall eine Organstrafverfügung ausgestellt werden. Im Vordergrund der Polizeieinsätze stehe aber die Prävention und die Aufklärung, wird versichert.